Willkommen zurück zu Harvest Moon Back to Nature am Donnerstag, dem 8. Herbsttag. Und wie wir hören können, haben wir schon richtig bescheidenes Wetter, was sich Gott sei Dank morgen ändert. Was sagt das Bildungsfernsehen so früh am Morgen? Fahr mal vorhin. Ja, Jimmy? Erinnere dich daran, worüber wir gestern gesprochen haben. Über die Karte ist ganz in Ordnung, stimmt's? Wie ich dir gestern bereits gesagt habe, kannst du die Karte nicht benutzen, um ein Huhn zu finden. Es könnte für immer verloren sein. Was meinst du damit? Es könnte von einem streunenden Huhn angegriffen oder vom Wind fortgeweht worden sein. Oh nein! Nun, trag deine Hühner nicht mehr von der Farm fort. Ja, okay. Ja, da hat Jimmy schmerzlich direkt was gelernt, wa? Aber für Sport interessieren wir uns, glaube ich, nicht. Kommt natürlich drauf an, was für ein Sport. Star One Sport, dies ist der Turnierplatz des Wrestling-Turniers. Nein, das interessiert uns nicht. So, Zwergis. Ich hab was für euch. Was ist denn hier? Hallo Kalana. Morgen um 10 Uhr versammeln sich die Dorfbewohner zum Erntefest. Jeder bringt ein paar Zutaten mit und wir kochen einen großen Eintopf. Bitte bring auch etwas Leckeres für den Eintopf mit. Bis morgen dann. Ja, tschüss. Ich bring Apfel mit. Oder Honig? Ja, vielleicht ist bis morgen wieder was gewachsen. Wir könnten auch... Wir können auch Karotten mitbringen. So ist ja nicht, also wir haben's ja. So, erstmal hier ein Geschenk für dich. Wow, danke schön, danke schön. So, und das jetzt hier. Platzfuß. Wird schnell groß werden. Wo sind die anderen Zwerge? Hellblau haben wir. Dumpfi sieht immer noch sehr nackig aus. Ja, gut, dass du hier drin bist, ne? Wo sind die anderen Zwerge jetzt hin? Wo gammeln die rum? Die Möhren, die sammeln wir gleich. Wow, danke dir! So, drei Felder mit Möhren. Dann fehlen uns aber noch zwei Zwerge. Okay, da ist einer. Liegt der hier im Hühnerstall am Pofen? Wow, danke schön. Okay, einer fehlt noch. So, Hühner füttern? Nein! Apfel, Honig, ein Apfel zum Essen und eine Blume. Und uns fehlt ein Zwerg. Orange haben wir. Den hatten wir schon. Der andere ist bestimmt im Pferdestall. Der Schlawiner. Nein, ist er nicht. Das ist mir jetzt auch egal. Das ist mir jetzt richtig egal. Nein, Quatsch, egal ist es mir nicht. Den werden wir aber noch finden. Was mir jetzt erstmal wichtiger ist, dass wir nochmal gucken, ob wir den Angler nochmal hier finden.
vor 10 Uhr. Der ist immer bis um 10 Uhr am Pier. Okay. Warum auch immer der nicht hier ist. Oder ist er im Herbst gar nicht da? Das wäre ärgerlich. Dann gehen wir doch erstmal Bali den Schlawiner besuchen. Hallo Kalala, hast du irgendwas zu berichten? Nein, habe ich nicht. Es regnet. Reicht das? Na, wenn das nicht der Herr von der Retro-Fanfarm ist, brauchst du etwas? Ja, ich möchte eine Kuh kaufen. Nun, gibst du ihnen einen Namen? Ich glaube, die nennen wir... Emma. Emma die Kuh. An der Stelle möchte ich mich auch bei Freie Lilith bedanken für den Namensvorschlag, entweder eine Kuh oder ein Schaf Emma zu nennen. Unter anderem. Na, danke, ich lasse sie in deine Scheune bringen. Willst du Samstag etwas kaufen? Nein. Wenn du etwas brauchst, schau einfach wieder rein. Wir haben eine Kuh. Die macht bestimmt auch Mu. Schnell die Pilze und so weiter hier sammeln, die hier vorne liegen. Oh Gott. Und den Trüffel holen wir uns auf jeden Fall. Wie viel Platz haben wir noch? Erstmal holen wir uns den Trüffel und die beiden Beeren. Was bringen wir denn morgen beim Erntefest mit? Ein paar Karotten? Ja, ich glaube, wir lassen ein paar Karotten erstmal über. Und vielleicht einen Apfel. Die wachsen aber Gott sei Dank jeden Tag nach oder fallen jeden Tag welche vom Baum. Oh, da freue ich mich jetzt schon drauf, wenn sie auch wieder Apfelsaison haben. Frisch gepflückte Äpfel. Schön daraus wieder Apfel-Zimtmarmelade dann machen. Oder Apfelmus, Apfelkuchen. Und ich muss sagen, am besten schmecken einfach dann wirklich die selbstgepflückten, am besten aus eigenem Anbau. Oder halt, wenn man das zur Verfügung hat, wenn man einen Apfelbaum hat, dass man da halt pflücken darf. Jedes Jahr jetzt schon drüber immer schon im Sommer drauf freu. Eigentlich schon das ganze Jahr. Immer schön Äpfel pflücken, Apfelkuchen machen. Und die Hälfte der Äpfel kann man dann wegschmeißen, weil sie dammelig geworden sind. Nummer 1. Wo sind denn andere Zwerg hin? Aber bevor wir hier jetzt schon an den richtigen Herbst denken, müssen wir erstmal hier den Sommer hinter uns kriegen. Gerade in Norddeutschland, da kann man sagen, ja, ein bisschen warm geworden, aber wirklich vom Sommer kann dann meistens nicht wirklich die Rede sein.
Nein! Ja, okay, dann kriegt er jetzt leider kein Geschenk. So, da ist noch eine Karotte. Lassen wir zwei Stück stehen. Na, ich glaube, zwei Stück lassen wir stehen, die nehmen wir dann morgen mit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 haben wir. Nee, doch. Aber wir verkaufen vier Knoten in der Zunge. Wir verkaufen nur 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, und da ist die Emma. Hallo Emma. Also ehrlich Emma, du siehst aber heute glücklich aus. Ja, sie stimmt mir auch zu. Hey, bleib stehen. Oh, wir haben eine Kuh. Und die macht tatsächlich Mu. So, Hundi, wo ist dein Ball? Hundi, wo ist der Ball? Oder haben wir den mit reingenommen? Mist! Unser Ball ist weg! Einmal vergessen, den mit reinzunehmen. Mist! Da vergisst man einmal, den Ball mit reinzunehmen, und ist er weg. Rauskriege, wer ihn geklaut hat, dann mache ich das mit ihm. Schnell etwas. Kuh und Schaffutter. Wie viel Geld haben wir denn? 1325. Da kommt gleich bestimmt wieder ganz gut was zusammen. Jo, Digga, ich nehme die Erzeugnisse mit, die sich in der Tonne befinden. Und wie viel hatten wir? Oh, 5080 haben wir jetzt. Da sagt mal einer, dass sich das nicht gelohnt hat. ...80, 193 Hühnerfutter und 154 Kuh- und Schaffutter haben wir jetzt. Tendenz steigend. Vielleicht sollten wir hier auch noch mal ein bisschen Rasen kaufen. Allein um diese kleine Ecke noch voll zu kriegen. So, die zwei müssen stehen bleiben. Schnell in die Mine, hat sich ja schon einmal jetzt gelohnt. Vorher einmal baden. Und wir wollten heute auch mal in den Gasthof. Vorher einmal ausruhen. Mann, ich glaube, die Zwerge brauchen nicht jeden Tag Geschenke, oder? Ja, drei Herzen, wir haben frei. Der Orangen hat zwei Herzen. Die Blume nehmen wir mit. Das liegt ja auf unserem Weg. Dann rennen wir mal schnell zum Gasthof. Bei dem Sauwetter erstmal was Warmes trinken. Schönen heißen Grog. Wenn die hier sowas anbieten. Irgendwas, was einen so von innen ein bisschen wärmt. Hi, Freunde.
Ich bin froh, dass es hier so guten Wein gibt. Ich kann jeden Abend in die Schenke gehen. Was erzählst du mir so? Gray hat endlich angefangen, sich um seine Arbeit zu kümmern. Er geht aber jetzt auch immer in die Bücherei. Hallo Rick. Na, bist du denn mit der Arbeit schon fertig? Dieses Dorf und ich haben eine lange gemeinsame Geschichte. Ich fotografiere jetzt hier in der Gegend schon seit 20 Jahren. Ich will zeigen, wie Menschen und Tiere zusammenleben. Der Bürgermeister unterstützt meine Arbeit wie sein Vater, der alte Bürgermeister vor ihm. Und du, Duke, was hast du so zu erzählen? Wow, Kala, bist du fertig mit der Arbeit? Ich schuft den Tag für Tag. Da darf man sich ja wohl auch mal ein Schlückchen gönnen. Ja, ich hab schon nichts gesagt. Ach komm. Ich hab was für dich an. Danke dir. Hier, willst du auch noch ein Mörchen? Danke dir. Boah, was möchtest du trinken? Zum Mitnehmen gibt's bei uns nichts. Traumlikör, Ananassaft, Milch, Wasser. Wir gönnen uns wie harte Männer ein Wasser. Frisch aus der Leitung. Haben wir da oben noch jemanden? Außer so diesen Spacko, der da gerade gegen die Treppe gelaufen ist und jetzt gegen die Tür läuft. Ob ich das Land immer noch hasse? Kein Sarkasmus, bitte. Natürlich schätze ich Mary. Ja, das ist schön. Anne ist sehr nett zu mir, obwohl ich ein Chaot bin. Anne sieht aus wie meine Schwester. Sie hat genau das gleiche Lächeln. Und was ist mit deiner Schwester denn passiert? Das erzählst du irgendwie nicht. Hallo Katze. Gute kleine Nora. Du bist immer hier im Gasthof, was? Da fällt mir ein, ich müsste eigentlich mal drauf achten, was aus dem Kneipenkater bei uns im Ort geworden ist. Der ist neuerdings, aber was ist neuerdings, der ist seit einiger Zeit, ist der hier im Ort, gibt es eine Bar, die heißt Wunderbar. Und da geht ein älterer Kater ein und aus. Holt sich seine Streicheleinheiten ab, verschwindet dann irgendwann. Müsst ihr mal gucken, wie es dem so geht. Beziehungsweise einfach mal schlau lesen. Der ist hier im Ort tatsächlich auch schon eine kleine Berühmtheit geworden. Das geht mir jetzt nicht aus dem Kopf mit dem. Den Ball. Schweinerei, dass er weg ist. Ah, können wir nichts dran ändern. Müssen wir irgendwann mal neu holen. Aber vorher werden wir erstmal ausschlafen und dann das Erntefest genießen.